Hallo, willkommen bei Martin auf dem Channel. Ich habe die Absicht, kurz darüber zu informieren, wie ihr dauerhaft Schimmel wegbekommt. Mit einem einfachen Trick. Das hier ist ein Plattenbauhaus. Die Wände sind etwa 25 bis 30 cm dick. Das ist Beton, da ist nichts außen drauf, keine Isolation. In der Regel gibt es hier solche Schimmelstellen. Das ist. Ich erkläre es mal so, dass man das auch optisch versteht. Also, wenn ihr auch Schimmel habt, und zwar da in dem rechten Bereich hinten am Fenster, dann liegt das in der Regel daran, dass wenn ihr lüftet, da hinten kein Luftzug hinkommt. Vielleicht hier unten so 15 cm und da oben so etwa 15 cm. Aber ihr seht selbst, da oben in der Ecke kommt zu wenig Luft. Verwirbelung zustande, so dass das die feuchte Luft vom Schweiß, die über Nacht hier kondensiert, nicht abtrocknen kann. Und dann wird die Wand dort nass bleiben und dann gibt es Schimmel da oben. Das ist jetzt nicht viel. Ich wasche das noch weg. Ja, wie habe ich das gelöst? Kommt mal mit. Das Problem entsteht, wie gesagt, aufgrund dessen, dass man das Fenster nicht in die andere Richtung öffnen kann, nämlich so, zu mir, so. Das öffnet sich ja so, zu uns, so. Wir wollten, es besser wäre, wenn das Fenster sich so öffnet. Macht es aber nicht. Kann ich nicht ändern, will ich nicht ändern. So, ich habe einfach hier Styropor zugeschnitten und das eben gemacht mit einem Fensterrahmen. Das führt dazu, dass hier keine Kältebrücke mehr entsteht zwischen der Außenwand und der Luft im Zimmer. Hier drauf gibt es kein Kondensat, weil der Styropor ist zu warm und der wird auch nicht kalt. Also das ist ein 2-Euro-Trick. Man könnte das sogar noch mit Verputz verputzen. Wenn man es perfekt machen würde, man könnte auch noch Gipsen und Verputz drauf machen. Aber es ist eine Mietswohnung. Ich habe es das seit 2 Jahren so. Da hat sich kein Schimmel mehr weitergebildet. Das ist einfach, falls man das hier sieht, das ist Schmutz auf dem Styropor. Das ist kein Schimmel, kann ich garantieren. Und sonst auch kein Schimmel. Nirgends. Ja, warum mache ich das Video? Ja, mir hat man gesagt, es gibt keine Lösung dazu. Ich soll hier richtig lüften. Ja, finde ich ziemlich narzisstisch, sowas zu sagen. Vor allem der Experte, der wollte 115 Euro von mir. Nur um mir sagen zu können, dass ich richtig lüften soll. Das hat zum Glück die Verwaltung bezahlt, weil auch hier, es ist unmöglich, hier besser zu lüften, als das Fenster normal aufzumachen. Und hinterm Fenster. Dort in der Ecke wird keine Luftverwirbelung stattfinden, wenn das Fenster offen ist, da das Fenster hier wie ein Schild wirkt gegen die Luftverwirbelung. So, man könnte es jetzt noch mit Rauch testen, mache ich nicht. Ja, selbstredend, oder? Ist unmöglich, da gut zu lüften. Man könnte das noch mit einem Ventilator abblasen, aber irgendwo hört es ja auf, ne? Hier drüben gibt es keinen Schimmel, weil hier drüben findet eine Luftverwirbelung statt im Zimmer. So, also wenn ihr keinen Schimmel mehr wollt, in der Ecke, so einer kleinen Ecke, die ist tief, das ist noch ein Problem mehr. Dieses 6 cm tief, 6 oder 8 breit, ne, das sind mehr, das sind 12 cm breit, 6 tief. Das ist der perfekte Luftfalle, oder? Ja. So könnt ihr mit einer 3-Euro-Lösung könnt euch einen Schimmel vom Hals halten. Auf ewig. Ja, ich hoffe, das bringt euch was. Lasst euch nicht von Experten abzocken. Der kam vorbei, zu spät, 5 Minuten hier drin gestanden, 2 Minuten geredet, wollte 115 Euro für einen saublöden Tipp, du. Naja, so viel zum Thema. Lasst euch nicht verarschen, nutzt das Prinzip von Isolation innen. Das geht nämlich genauso wie außen. Ja, nur außen zu isolieren bringt auch nicht viel, weil der Beton wird trotzdem kalt innen. Also, oder es bringt nicht allzu viel, so wie ich das gelesen habe. Aber das funktioniert nachweislich.
Ja, das war's. Danke. Viel Spaß beim Isolieren und beim schimmelfreien Zimmer. Tschüss.